Servus miteinander und schön und Dankeschön, dass ihr wieder hier reingeschaltet habt auf den Holy Diver 231 Kanal. Und ja, wir sind immer noch hier auf dem Server Colonies auf Muspelheim. Haben da jetzt in der letzten Folge unsere Schmiede soweit angefangen zu umzubauen, also sprich neue Wände reinzuziehen, neue Decke reinzuziehen und so weiter. Boden ist auch schon drin. Es fehlt noch ein kleines Stück der Decke, wie ihr seht hier, das ganz kleine Stück hier fehlt noch und die Säulen hier, da habe ich aber auch schon eine Idee, was ich dann nehme. Da müssen wir aber, glaube ich, notgedrungen auch mal in den Nether, wenn ich nicht Quarz, Netherquarz hier irgendwie vorrätig habe. 171, ja, das wird... das wird schwierig, knapp. Gut, wir haben auch in der letzten Folge noch Ton hier in die Öfen geschmissen. Das müsste jetzt fertig sein. Könnte auch wieder Sachen verzaubern. Ich habe 81 Level. Ich glaube, das war alles gewesen. Zack. War ein ganzer Stack, das ist gut. Dann machen wir das hier fertig. Ich könnte jetzt in den Nether für Lava zu holen. Um Lava zu holen. Die Steinziegel schmeißen wir hier wieder rein. Können aber noch mal ein bisschen... ja, und braten lassen, dass wir wieder einen kleinen Vorrat haben, wie gesagt. Und wir holen uns jetzt noch Material für die Säulen. Da schmeiße ich jetzt hier alles hier rein. So. Wir brauchen einen Eimer. Wir haben sogar einen Eimer. Sogar mehrere. Moment, eine Sache muss ich mal ganz kurz erledigen, Freunde. Ich bin zwar ein Schleckermäulchen, ja. Aber das hier, was hier drin ist, ist mir ein bisschen zu viel hier drin im Inventar. Deswegen kann ich jetzt hier sagen, Melone hier rein. Oh. Anscheinend sind unsere Lager ein bisschen voll. Habe ich das Gefühl. Das heißt, wir müssen auch noch ein Upgrade vollziehen. Und da schmeiße ich noch die Hälfte noch rein. Milch haben wir hier nicht drin, oder? Nein, haben wir nicht. Gut, dann schmeiß nämlich das Bier. Ja, okay, das Problem ist, wir müssen jetzt das hier machen. Wer hat ihr Labels? Schaut ihr so. Wir müssen jetzt mal die Schlüsse hier rauspacken. Okay, damit den Schlüssel verstecke ich es. Also brauche ich den hier nicht. Gut. Dann können wir das auch gleich hier machen. Hier kommt kein Apfel rein. Die sind hier oben. Ja, wir müssen eindeutig auch noch Upgrades machen. Das ist natürlich jetzt doof. Weil ich wollte jetzt eigentlich mit euch erstmal die Mine machen. Ich glaube, das mache ich mit euch auch. Eine kurze Sache muss ich machen. Ich muss mal hier kurz diesen Rucksack rausholen. Da schmeiße ich jetzt das und das hier mit rein. So, den sieht man sowieso nicht. Dann die Erze hier nochmal kurz rein. Also, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Upgrades. Später werden wir definitiv das ME-System machen, dass wir mehr Platz haben. Das hat uns jetzt das Spiel jetzt damit sagen wollen. So wie, hey, du hast keinen Platz mehr in deinen Drawers. Du musst erweitern oder das ME-System bauen, Holy. Das hat uns jetzt das Spiel ganz deutlich gemacht. So, wir schnappen uns hier die Eimer. Die tun wir erstmal, die können wir schon mal hier rein tun. Die Lampe können wir weiter hier rein machen. So. Wir gehen erstmal zu
unsere alten, ja, die alte Mine haben wir ja zugeschüttet, stimmt. Ja, dann gehen wir einfach in den Nether und holen uns da ein bisschen Lava. Aber erst gibt. Ja, schaut mal, da ist unser. Steckst du hier fest? Ich glaube, er steckt hier fest. Der ist ein bisschen selten dämlich. Ja, renn raus, renn in der Na in die Nacht raus. Hast schon recht. Okay, das ist echt irgendwie bescheuert. Wisst ihr was? Dann nehme ich mal hier die Betten. Und stell sie hier komplett anders hin. Alter, was ist denn hier draußen los? Also hier sind die Bienen, klar. Okay, der Baby-Zombie ist hier verbuggt. Alter Schwede, war hier eine Zombie-Invasion gerade, oder wie? Mal kurz die Zombie-Invasion hier auslöschen. Ist ja unheimlich, hey. Ja, was heißt hier unheimlich? Aber irgendwie krass, dass es auf einmal so viele Zombies waren. Das Fleisch brauchen wir gerade nicht. So, dann würde ich mal. Stopp. Moment. Da fällt mir eine Sache ein. Ja, der ist gar nicht existent, der Zombie. Existent. Wir hüpfen mal hier auf unsere Mauer. Da ist mir nämlich gerade was im Kopf wieder eingefallen. Darf jetzt bloß hier nicht reinfallen. Teilweise wie so Jump'n'Run, also so Adventure-Map-mäßig. Da kann ich runterfallen. Weil wir haben ja hier hinten auch noch was vor. Sprich, ich und die gute Isabella. Wir wollen ja hier ein kleines Bauprojekt machen mit ihr zusammen. Das aber nicht aufgenommen werden soll. Ich kann mich ganz schwach erinnern, dass hier hinten irgendwo eine Lavaquelle war oder ähnliches. Außer Madame hat die natürlich wieder zugeschüttet. Oh, jetzt bin ich besoffen. Uiuiui. Ich glaube, ich habe in den einen Rucksack das falsche Bier reingetan. Moment, das muss ich entfernen, weil sonst bin ich ja dauerhaft besoffen. Das ist das hier. Raus damit. Eieiei. Ja, okay, jetzt muss ich erstmal warten, bis der Effekt hier weg ist, sonst kann ich nicht richtig laufen. Eieiei. Weil in diesem Rucksack, wo ich im normalen Menü habe ich ein Upgrade drin. Und dieses Upgrade bewirkt, dass mich dieser Rucksack füttert. Und der hat mich gerade laufen lassen.
Also wie gesagt, hier wollen wir noch ein Bauprojekt machen. Ob das Ganze die liebe Isabella auch in der Aufnahme machen will, glaube ich eher weniger. Das ist mehr so ein privates Projekt. Aber wenn die gute Isa es erlaubt, werde ich das Ganze natürlich immer so up to date halten. Also das Projekt heißt Fairy Tales Gildenhalle. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Erstmal. So, dann gehen wir halt eben Portalraum. Und gehen in den Nether. Gut, hier werde ich aber auch mal ganz kurz einen Wegpunkt machen. Nether-Portal. Weil ich brauche ja eigentlich nur Lava. Das können wir aber auch noch mitnehmen. Das Quarz brauchen wir ja für die Schmiede. Und wenn man das hier schon so findet, dann würde man sagen, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Alter, wir hatten die... Das hier bitte gemacht, du haust ja dauernd den Schädel an, hey. Okay, ich will ja auch wieder hier wieder hochkommen. Ja, weißt du, erst mich angreifen wollen und dann den Schwanz einziehen. So, jetzt können wir wieder zurück. Okay, nicht verlaufen. Ja, jetzt muss ich hier so komisch raufhüpfen, aber ich sag mal, der, wo sich da, ganz ehrlich, der sich da runtergebaut hat, kriegt von mir die Note in Treppenbau nach unten, wäre es auf jeden Fall eine 5. So, jetzt habt ihr mal Chunk Animation gesehen. Seht ihr das? Wie so Plattformen. Einfach genial. So, ich denke mal, die 4 Lava-Eimer werden auf jeden Fall reichen. Du steckst dich gern mit darin fest, ha? Habe ich das Gefühl. Was machst du jetzt? Ah, jetzt hat er den Beruf angenommen. Jetzt hat er hier, ist er, habe ich einen Dorfbewohner, der hier ein Bibliothekar ist. Alles klar. Läuft. Ja, mal sehen, wie lange er so schön überleben kann. Wenn er schlau ist, bleibt er im Haus. So, da haben wir schon mal... Hä? Was ist das denn, wenn ich hier Quarz nehme? Okay,
Ich kann hier quasi Sachen verbrennen. Okay, wusste ich auch noch nicht. Das ist für mich jetzt auch Neuland. Das Internet ist uns für uns Neuland. Na, hier raus. So, und da haben wir unseren Wasserfall. Die Schmiede ist jetzt offiziell eröffnet. Bis auf die Säulen natürlich. Das müsste eigentlich noch genügend Abstand sein. Ich meine, die Schmiede ist hier in dem Bereich. Also hier in dem Bereich hier. Und ich hoffe, ich war so schlau genug, dass die hier nicht alles hier abkokelt. Aber schaut mal, wenn ich jetzt hier runtergehe, das sind ja mehrere Blöcke nach unten. Also müsste das eigentlich safe sein. Eigentlich. So. Nehmen wir nochmal das andere Quarz. Wir werden nochmal auf Quarztour gehen müssen. Weil ich glaube nicht, dass das reichen wird. So, wir haben doch eine Steinsäge. Kann man doch bestimmt was Feines damit machen. Hoffe ich. Jo. Okay. Dann kommt die Säule erstmal weg. Dann stellen wir die Säule hier auf. Ja, ob das reicht? Ja, wir müssen trotzdem wieder einen Vorrat an Quarz holen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch in den Nether nochmal müssen. Ja, 16 Stück. Wir müssen definitiv nochmal in den Nether. Das bleibt uns nicht erspart, Freunde. Meine, ich könnte auch so machen. Ganz ehrlich, ich müsste jetzt nicht die ganze Zeit den Müllslot hier nehmen, sondern ich könnte auch so machen. Schmeiße ich das Ganze bis auf das natürlich in die Lava. Daraus brennen wir jetzt Netherziegel. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, Freunde. Ich werde noch mal in den Nether gehen. Wir brauchen definitiv ein bisschen Quarz noch. So. So, jetzt müssen wir erstmal aus der Festung rausfinden hier. Auch hier ist ein Special Zombie Pick. Ja, komm. Er kommt näher. Haben wir auch noch einen Magma-Slime. Okay, hätte jetzt gehofft, dass die mir Magma Cream droppen.
Ja, die droppen sogar ihre Goldschwerter, das finde ich ja nice. Okay, hier könnten wir das sogar ausnutzen. Hier können wir ja raus. Hier haben wir auch schon wieder ein bisschen Quarz. Nehmen wir alles mit. So, da haben wir auch noch ein bisschen Quarz. Nämlich auch hier ein bisschen hochbauen. Ja, leider ohne Shader. Daran arbeite ich noch. Dass wir das Ganze wieder mit Shader bekommen. Aber das Modpack ist so eine kleine Zimtzicke, was das angeht. Leider. Ich muss halt aufpassen, auf Gegner noch aufpassen. Aber ich glaube, hier wird es keine Gegner geben. Habe ich mich natürlich falsch gebaut. Glaube, das ist das erste Mal, dass ich statt im Nether für Glowstone drin bin, für Quarz. Doch, der Wahnsinn. Ja, das hole ich mir nicht. Das ist mir zu dangerous. Hier ist wieder was ich mir holen kann. So, dann hier auch noch mal. Das tue ich mal so hin, das auch. Hä? Okay, ich habe eine Gartenhaube bekommen von den Special Zombie Pick. Interessant. Ja, hier ist natürlich wieder Lava, oder? Jo. Wegen einem Quarz habe ich jetzt hier die Burg angekratzt. Nö, das Deal lohnt sich da nicht. Okay, wer da sich rausgebaut hat, das glaube ich war ich. Ich mache das Ganze mal zu. Weil da braucht man definitiv nicht rausgehen, außer man will sterben. Okay, man kann sich aber auch sehr leicht hier verlaufen. Aber zum Glück habe ich ja einen Wegpunkt gesetzt. So, Quarz haben wir da. Eine Axt habe ich jetzt doch. Eine Axt hätte ich dabei. Nur mal wissen wieder, ob die da auch so zerfallen, die Bäume hier. Nehmen wir das ein bisschen mal mit, oder? Ja, egal. Aber jetzt haben wir ein bisschen davon auch was dabei. Dann erforsche ich mit euch hier auch im Modpack ein bisschen den Nether. Hier kann ich auch ein bisschen mutiger reingehen. Aus vielerlei Gründen. Wir
Magma-Schleim da unten hätte ich gern, den Magma-Block. Oh, da mal einen Picklin, einen normalen, der wird mich wahrscheinlich gleich angreifen. Und da ist ein spezieller Hund dabei. Ja, komm. Ja. Ja, komm hoch. Oh, kommst du etwa nicht hoch? Oh. Ja, komm, den Schleim hätte ich gern. Also komm. Na komm, wer will noch nicht, wer hat noch mal? Hat sich das jetzt gelohnt? Habe ich Magma... Ah, hier, Magma Cream. Hat sich ein bisschen gelohnt. So, jetzt muss ich natürlich hier wieder rauf. Ganz ehrlich, dann kann ich das Gold hier auch schon mitnehmen. So, der Geiz. So, oh, wir sind schon über der Zeit, Freunde. Dann zeige ich euch mal aus verschiedenen Gründen, wie ich da zurück kann. Warum wurde ich hierhin teleportiert? Nur so eine Frage aus Neugier. Okay. Dann machen wir es halt eben mit der anderen Möglichkeit. Wartet mal. Also das ist noch ein bisschen fehlerhaft, die Funktion. Habe ich so das Gefühl. Dann machen wir es halt eben anders. Juppadapadu! Dann machen wir es halt eben auf den Weg. Weil normalerweise ist das so, ich habe ja Adminrechte und kann halt teleportieren. Und ihr habt ja gesehen, ich habe teleportiert, auf einmal war die Netherfestung nicht mehr da. Warum auch immer, keine Ahnung. Fragt mich nicht, ich habe keinen Schimmer. So, jetzt muss ich erstmal... Ja. Ich mache das jetzt offline, ich räume mein Inventar jetzt offline auf. Ich mache wieder so. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ihr wisst ja, wie ihr das bemerkbar machen könnt, indem ihr mir ein Abo da lässt, die Glocke aktiviert... Vielleicht auch noch ein bisschen Support mehr macht, in dem Sinne, dass ihr dieses Video, wie dieses Let's Play, sowie diesen YouTube-Kanal auf allen Social-Media-Plattformen teilt, wo ihr könnt und dürft. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Colonies of Muspelheim. Tschüss.